Stefan, Gratulation. Auswärtssieg 1-0 in Klagenfurt. Ja, die Spieler haben wieder mal von einem dreckigen Sieg, von einem Arbeitssieg gesprochen. Zeichnet euch das momentan aus? Ja, ich glaube, dass man es differenzieren muss. Die ersten 25 bis 30 Minuten war es alles andere als Arbeitssieg und dreckig, was man halt darunter versteht, sondern das war wie aus einem Guss eigentlich. Und in der Phase muss man dem Spiel halt ein Ende geben. Aber es zeigt auch, dass wir in dem Bereich jetzt besser werden müssen, einfach, dass wir das 90 Minuten auf den Platz bringen, dass wir selbst dann auf gewisse Veränderungen am Platz reagieren müssen und können und so. Letzten Endes geht es über geschlossene Mannschaftsleistung, das ist die Basis. Aber ich glaube, dass man heute auch schon phasenweise gesehen hat, zu was wir leisten imstande sind. Diese Phasen, die du auch angesprochen hast, die, jetzt geht es darum, dass die einfach mehr werden und länger werden und möglicherweise idealerweise über 90 Minuten dann, oder? Genau, das zeichnet dann halt einfach eine Mannschaft aus, die gefestigt ist, die über 90 Minuten stabil ist, die auch auf so kleine Rückschläge innerhalb vom Spiel reagieren kann. Und ich glaube, dass, wie gesagt, wir haben eine geschlossene Mannschaft, die Jungs stemmen sich dagegen, wenn es in die gewisse Phase notwendig ist. Das ist genau das, glaube ich, was auch die Fans honorieren. Aber wir wollen ja dominant sein über 90 Minuten, nicht nur über 30 und dann in der zweiten Halbzeit wieder über 20, sondern über möglichst viel Spielzeit. Und da haben wir ja unglaublich viele Torchancen erspielt und ich glaube, da hätten wir uns schon das Leben selbst leichter machen können. Leben leichter machen, Stichwort. Da hat es gleich zu Beginn eine sehr strittige Szene gegeben, diese Handsituation. Wie hast denn du die empfunden? Ja, als Hand. Klare Worte. Ja, wahrscheinlich gibt es eine Erklärung, aber ich habe sie noch nicht gehört und muss man akzeptieren. Es gehört zu den Dingen dazu, wo ich eben sage, da, was das betrifft, haben wir den Rhythmus überhaupt nicht verloren. Da haben wir noch 20 weitere Minuten unser Spiel auf den Platz gebracht, waren aggressiv, waren gut organisiert, haben Torchancen herausgespielt. Ja, wie gesagt, auf dem kann man aufbauen, aber gleichzeitig müssen wir wieder wissen, wo müssen wir extrem dranbleiben, sodass wir immer besser werden. Ich habe das Interview mit dir, mit Marko Stanković, vor dem Spiel gehört auf Sky, wo angesprochen worden ist, die Stürmer, die nicht treffen. Dann bringst du den Andi Gruber, der weiß, was da steht. Ja, und die anderen wissen auch, was steht. Und solche Phasen kommen immer wieder vor, gibt es tausende Beispiele. Wichtig ist, dass sie für die Mannschaft arbeiten, dass sie einen Job machen auf dem Platz, das machen sie. Und deswegen macht es für sie selbst und für uns alle, hätten wir uns gefreut, wenn sie diese Tore machen. Aber wichtig ist, dass wenn sie am Platz stehen, dass sie ihren Job machen, dass sie für die Mannschaft die richtigen Dinge machen. Und das ist so. Und deswegen haben wir glücklicherweise auch aktuell jetzt wieder die Möglichkeit, Spieler von der Bank zu bringen, da vielleicht das eine oder andere Prozent noch nicht hundertprozentig da ist, wegen der Kleinigkeit. Und dann macht der Andi wieder das Tor und da können wir uns schon gut auf ihn verlassen. Die Belohnung ist jetzt, ihr seid einmal vorübergehend oder über dem Strich. Ihr seid gekommen, um dort zu bleiben, oder? Ja, ich sage, der Strich übt immer auf die ganze Liga diesen Druck aus. Ich finde das, da muss man echt aufpassen auf den Zugang. Die Vereine müssen aufpassen, weil ich glaube, es ist ganz schwierig dann. Es ist einfach so, eine Mannschaft muss sich über Punkte Selbstvertrauen holen und im besten Fall hat man diese Stabilität und Selbstvertrauen von Haus aus. Aber durch diesen, ist ja kein subjektiver Druck, ist ja ein realistischer, glaube ich. Das ist sehr gefährlich und da muss man aber bei sich bleiben, an seine Dinge arbeiten, an das glauben, dass man immer besser wird jeden Tag. Und dann darf man sich von dem nicht aus der Ruhe bringen lassen. Danke, Stefan.